Schön, Gerardo, dass du heute zu Gast bist in unserem Institut für Wirtschafts- und Unternehmensführung. Und wir haben da ein paar Fragen vorbereitet, um dich besser kennenzulernen, um dich unseren Teilnehmern vorzustellen und freuen uns, dass du bereit bist, sie uns zu beantworten. Ja, da freue ich mich natürlich, ja. Ganz genau, dann fangen wir direkt mal an. Erste Frage. Gerardo, du nennst dich ja Business-Schamane. Was ist aus deiner Sicht der Vorteil der Verbindung der spirituellen mit der Business-Welt? Also es sind erstmal, denkt man, konträre Bereiche, Business, ja. Und die spirituelle Welt, aber die spirituelle Welt war schon immer da gewesen. Die Kunst ist jetzt beide zu verbinden, also eklektisch etwas zu kombinieren, und da bin ich meisterlich drinne. Nicht nur eine Sache zu nehmen, sondern zum Beispiel einen Suchbegriff, sondern zwei Suchbegriffe zusammenzubringen. Dadurch entsteht eine neue Welt. Und ich nenne es auch Strukturfrequenzen. Und wenn ich die Businesswelt mir anschaue und die jetzt mit der spirituellen, mit der energetischen Welt verbinde, dann kann ich viel mehr sehen, als wenn ich die sichtbare Welt der Zahlen zum Beispiel und dann nicht in die nicht sichtbare Welt zusammenbringe, dann geschieht was Magisches, und das ist, was ich gerne mache, ja. Diese Magie, das Zauberhafte zu enthüllen, auch im Business. Und dann denken wir über unsere Grenzen hinaus, über unseren Verstand. Aber ich liebe beides, die Ratio und die Emotion. Sehr schöne Antwort. Fühlst du dich manchmal wie ein Pionier in der Business-Branche? Also ich bin gerne auch Pionier. Aber Pioniere, das sind die Ersten, die vorausgehen, die Leading Age, also die Welt, die entsteht ganz am Anfang. Und ich habe so einige Leading Ages mitgemacht in meinem eigenen Werdegang in diesem Leben. In den 80er Jahren das Thema New Age hieß das, ja, Esoterik, ja, das Geheimwissen. Es gab nichts hier in Deutschland fast erst viel später. Und deswegen bin ich nach Kalifornien gegangen, das zu entdecken. Ja, diese New Age-Bewegung, diesen Wassermann-Gedanken. Da hatten wir das Jahr 2012 gehabt, ist immer noch nichts passiert. Und jetzt sind wir glücklich angekommen. Endlich, ja, erwacht die große Masse. Ja. Zwischen der 2023 und 2027 kommt der schlafende Phönix in die Bewegung. Aber unabhängig von diesen großen Zeiten, ja, bewege ich mich auch als Pionier auch in das Internet-Marketing. Habe ich mitgestaltet, das Wort Internet und Marketing, Online-Marketing. Und das macht Spaß, diese Stärken auch auszuspielen. Genau, also wenn du Pionier bist, dann bist du einer der Ersten. Die Kunst ist aber, mit diesem Pioniersein auch Geld zu verdienen. Und deswegen habe ich mich gut positioniert als Business-Schamane, indem ich große Trends nutze, aber auch tatkräftig auch etwas in die Umsetzung bringen kann bei den Klienten. Gutes Stichwort. Wer sind denn deine Kunden, vor allem deine Lieblingskunden? Lieblingskunden, die kann man ja selber definieren, unseren Wunschkunden und unseren Idealkunden. Ich gehe eine Ebene tiefer, und zwar immer in Richtung Seele als Schamane, also der Seelenkern, auch die Markenaura, der Markenkern, also gehe ganz tief rein. Und löse aber auch die seelischen oder auch karmischen Verstrickungen auch von Neukunden. Das ist so ein Geheimtipp, ja, weil wir begegnen Menschen, weil wir manchmal auch was auflösen wollen. Auch wir hier, die wir uns hier treffen. Wir haben was Gemeinsames, wenn man tiefer reinschauen würde in die Felder, ja, in die Vergangenheit oder sogar in den Ahnenreihen und Familienreihen. Und da gehört viel geheilt. Und deswegen macht es mir auch Spaß, da auch nochmals in die Tiefe zu gehen. Und die Kunden, die zu mir kommen, ja, die kommen aus dem Bereich Coaching, ja, so wie ich bei mir ja auch, also die eine Transformation durchführen, ja, und natürlich auch Kunden, die eine Stagnation haben und wissen nicht, woran es liegt, ja. Also die Stagnation, und dann kann ich in diese Felder reingehen und den energetischen Engpass in der richtigen Reihenfolge entdecken und dann auch auflösen. Also ist eher themenspezifisch, die Kunden, entweder Coaches, Heiler, Experten, ja, Trainer oder auch Rebellen. Deswegen bin ich hier zum Mache ich direkt mal Beispiel. mit, genau. Genau. Kommen wir im Also auch Club. Rebellen, also die einen Neugeist reinbringen wollen und sich trauen, sich auch zu sagen, ja, es ist wichtig, auch andere Wege zu gehen, also energetische Wege. Ja. Und das kann aus jeder Branche sein. Da habe ich auch Ärzte, Zahnärzte, Augenärzte, Steuerberater. Und das macht mir richtig Spaß, damit ein neuer, frischer Geist auch in eine Branche reinkommt. Ja, cool.
Für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, wie du das machst. Also jetzt kommt sozusagen die Frage nach dem praktischen Teil. Wir treffen uns ja in unseren Seminaren in echt, also an einem bestimmten Ort, und wir praktizieren Rituale. Diese Arbeit findet aber auch sehr häufig, wie du es gesagt hast, über das Internet, also online statt. Und wie kann ich mir das vorstellen? Ja, ich habe mir verschiedene Veranstaltungen, die du postest, schon angeguckt, aber ich war noch in keiner dabei. Darum stelle ich die Frage, wie kann ich mir das vorstellen, wie du deine spirituelle Arbeit mit diesem Medium, mit diesem Internetmedium durchführst? Ja, gute Frage. Also einmal muss man sich selber erstmal beherrschen. Also die Fähigkeiten. Ja. Bei mir war das ein Glück, dass ich ja von Anfang an, also meine Oma nicht die, und die Ur Großeltern, ja, auch väterlicherseits, auch mütterlicherseits, ja, waren sehr inspiriert, sehr, sage ich mal, ich habe gute Voraussetzungen von den Genen mitbekommen. Ja. Ich bin in Kolumbien im Urwald aufgewachsen und in den Anden. Und dann bin ich nach Deutschland gegangen. Ja. Und es ist praktisch eine Vorbereitung auch, bestimmte Fähigkeiten sich anzueignen. Also ich spreche die Managersprache und gleichzeitig kann ich mich im Dschungel gut durchsetzen. Ja. Natürlich hole ich mir dort auch einen Guia, also einen Führer. Jeder kennt sein Revier am besten. Und die Voraussetzung ist, seine Talente, und die habe ich auch, ja, von Geburt an mitbekommen, das ist einmal, und die anzunehmen, das hat 30 Jahre gedauert, um nur meine eigenen Talente, die ich mütterlicherseits bekommen habe aus Kolumbien, aus meinen Vorfahren, den Regenwaldschamanen, anzunehmen. Und das gilt für alle Talente, die wir haben, auch unsere Stärken auch anzunehmen. Ja. So, und dann gibt es aber noch etwas, die Clou ist, das sagte ich aber zum Thema Pionier, ja, wenn ich zum Beispiel das Internet sehr früh angefangen habe, 1994 auch dort zu beraten, die ersten Beratungen durchzuführen und zu integrieren. Ich habe schon bereits im Jahr 2011 hier über die digitalen Medien auch gecoacht. Also mir die letzten 3 Jahre haben mir überhaupt nicht wehgetan, sondern im Gegenteil, ich hatte schon diese Virtuosität durchgeführt. Also wie beim Tanzen, am Anfang kennt man nicht den Tanzschritt, nachher hat man die Tanzschritte verinnerlicht und dann kann ich mich um andere Sachen auch kümmern. Und ich bin aber vorbereitet worden, mehrere Generationen im Voraus, genau das zu machen, was ich hier heute mache. Das heißt, meine Vorfahren sind nicht primitiv, ja, sondern die haben erkannt, dass der Regenwald eines Tages nicht mehr da sind und haben mehrere Möglichkeiten ins Spielfeld gebracht. Und eine Möglichkeit bin ich, ja, mehr Bewusstsein für den Regenwald zu bringen und vor allen Dingen für die Indios, die aus dem Regenwald kommen, mit der Flora, Fauna, also dieses ganze Biotop, diese Biosphäre auch zu bewahren. Und ich nutze die Remedios, das heißt praktisch die heilige Medizin, ja, des Urwaldes, wie Ayahuasca zum Beispiel, ja, in Kolumbien selber, ja, um mehr Bewusstsein zu bringen oder jetzt hier, wie wir hier sprechen, zu arbeiten. Und mit der Carmen zusammen mache ich dann solche Shows, ja, und dann kann ich so Symbole hier zum Beispiel einbringen, ja. Das ist zum Beispiel ein schönes Symbol, einfach wirken lassen, ja. Und über die Entfernung geht das neuronal rein und macht etwas in den Neuronen, in der Empfindung. Musste ich lernen, dass alle Energien, ja, gleichzeitig da sind. Und dann sind wir in der Richtung Quantentechnologie, Quantenphysik, und deswegen kann man sagen, ich bin ein Internetschamane, auch ein Quantumschamane. Es geht um Frequenzen, Schwingungen. Ja. Das ist die Ebene, wo ich dann spiele, aber virtuos, meisterlich schon zwischenzeitlich. In der Sprache, Deutsch zum Beispiel, Englisch, Spanisch, ja. Oder in der Managersprache, ja. Jeder hat seine eigene Sprache. Ja. Ja, sehr gut. Das bestätigt mich in einigen Bereichen. Genau diese, dass das Medium keine Rolle spielt. Das Medium ist ein Werkzeug und wir Menschen sind es mit dem, was uns mitgegeben ist und was wir uns angeeignet haben, ist das, was wirkt. Ja. Wobei ich ergänzen möchte, ja, dass die Nähe, die Berührung, die Seelenberührung, also wirklich das tatsächliche Berühren, deswegen machen wir auch Retreats auch vor Ort oder Seminare. Dieses Live, das, was ihr auch gerne macht, das ist nochmal eine andere Ebene, ja. Wenn ich jemanden anschauen kann, wenn ich jemanden riechen kann, wenn wir anfassen, ja. Wenn ich, also Tiefberührung ist nochmal eine andere Ebene, möchte ich nochmal Ja. erwähnt haben. Du nennst dich ja Business Schamane. Du hast jetzt schon ganz viel uns von deinen Wurzeln erzählt. Wie darf ich mir als Manager, wenn ich jetzt als Manager unterwegs bin, die Arbeit mit dir vorstellen?
dass du mich sowohl auf der Business-Ebene als auch auf der schamanischen Ebene abholst. Ich würde sagen, man kann sich das vorstellen wie so ein Fließgleichgewicht, zum Beispiel so ein Flieger, ja. Der Flieger fliegt horizontal, also hat eine vertikale Ausrichtung. Und da arbeite ich auch gerne auch mit Experten zum Beispiel, die das dann umsetzen in der Kultur, ja. Also ein Prozess, ich arbeite gerne in Prozessen, bin gut ausgebildet, nennen sich auch Lean Manager, kontinuierlich Verbesserungsprozesse. Und das heißt praktisch, wie integriere ich auch etwas, ja? Also mir ist das Ergebnis wichtig, ja, die Ergebnisorientierung, die Installierung, ja. Und das sind jetzt leider ja auch meisterlich, auch der Michael, ja, wie ich Prozesse digital auch integriere, die immer wieder standardisiert sind. So, das ist die Vertikale. Und jetzt kommt aber das Interessante, und das ist eine Schwäche. Also das war das Horizontale, ja, und jetzt kommt die Vertikale, ja. Das heißt, dass ich auf mehreren Ebenen spielen kann. Und in der Gegenwart natürlich, oder sage ich mal, in der unteren Welt und in der Oberwelt und in diesen höheren Dimensionen, ja, da virtuos aus zu sein und zu schauen, wo es energetisch praktisch noch was ist, also auf beiden Ebenen, ja. Und das ist ein multidimensional, oder wir können auch sagen, mehrdimensional. Und das ist natürlich eine ganz andere Gabe, das sind ganz andere Räume, ja. Das sind, einmal haben wir die sichtbaren Räume, die Bewegungsräume mit Mitarbeitern und so weiter im Business. Aber plötzlich haben wir auch diese energetischen Räume, auch die wir auch spüren manchmal, ja. Also muss man so ein bisschen holistisch, wir nennen solche Worte selbstverständlich, aber was bedeutet eigentlich ganzheitlich Informationen abzurufen und wo genau, ja? Ist es auf der Chakrenebene, ist es das auf der Aura-Ebene, ist das im Unternehmergeist, ja? Ist es nur beim Unternehmer, bei der Unternehmerin, ja? Ist es im Team, ist es von außen, von Lieferanten, sind das, also, da bin ich virtuos. Ist es ein Außen-Fremdenergien? Sind das Eigensabotageprogramme? Und wenn du es so häufig gemacht hast, dann hast du ganz klar, pickst du genau den Punkt raus, der eigentlich das Ganze behindert, das Wachstum oder die Liebe auch, ja, die Herzensenergie. Ja. Spannend. Du hast jetzt ganz viel von deinen südamerikanischen Wurzeln schon erzählt, aber dein Hintergrund sieht eher asiatisch aus. Was treibt dich da? Ah, yes, da freue ich mich, von einer Feng Shui-Expertin gefragt zu werden. Was ich entdeckt hatte, ist praktisch, Wissen geht schnell verloren. Das ist bei uns in Südamerika passiert durch die Geschichte, möchte ich gar nicht, ja, hat die Kirche auch einen großen Einfluss, ja. Da wurden viele Indios getötet, auch durch dieses Imperialismus, auch von Spaniern, von Portugiesen, Engländer, Franzosen, hast nicht gesehen, ja, es geht ja weltweit. So, und da ist sehr viel Wissen einfach verschwunden von heute auf morgen. Und hier, was ich im Hintergrund habe, ist auch sehr viel Wissen verschwunden, und zwar vom I Ching, Hexagrammen, Trigrammen. Das ist immer bei den Trigrammen. Trigrammen ist so eine Beobachtung, ja. Und wenn man diese 8 Trigramme kennt und 8 mal 18, 64, ich bin so ein Zahlenflüsterer, Zahlengeflüsterer, ich höre genau hin, auch in die Natur. Und das macht mir Spaß. Und die Hexagramme sollen es auch wieder widerspiegeln. Ja. Also auch das, da bin ich sehr nah auch als Schamane, ja. Also wie der See, der Wind, der Berg, ja, und so weiter. Und diese Hexagramme, die aus Trigrammen bestehen, ja. Und dann habe ich ein besseres Gefühl, wenn ich weiß, ich bin zum Beispiel, da ist der Himmel und oben ist der Donner, oder unten ist der Donner und oben ist der Himmel. Also ich kann damit mehr anfangen. Ja, und aus diesen Trigrammen, ja, die sind ja aus der Beobachtung der Natur und sind so uralt, ja. Und dieses Wissen ist leider auch selbst im chinesischen, im asiatischen Raum ziemlich verschollen, ja. Aber ich konnte mir jetzt immer ein neues Wissen aneignen, auch in anderen Sprachräumen, wie über meine Sprache, Muttersprache Spanisch, ja. Und deswegen dieses Asiatische, das Bazi-Horoskop auch, ja, das gefällt mir einfach, weil das gehört auch in die Business-Welt mit reingetragen. Ja, weil das du da einfach, das brauche ich dir nicht zu erzählen, gell, Sandra, ja. Genau. Weil das ist ohne, also wir sind blind unterwegs, ja, es geht ja noch weiter, ich bin ja ein Stratege. Und wenn man nicht die Strategeme, die 36 Strategeme kennt, ja, dann hast du keine Chance, ja. Du hast in Zukunft keine Chance mehr. Und deswegen ist es wichtig, mit Energien umzugehen und auch mit Strategien, ja. Ja, danke. Ja, das steckt dahinter hier. Das ist mein Raum für die asiatische Welt, ja. Aber ich bin verbunden auch mit der südamerikanischen Welt, ja. Alles ist mit allem verbunden. Ja, und auch Religion, auch mit den großen Religionen, ja. Es ist alles, wir sind verbunden, ja, mit einer höheren Kraft, ja. Ja. Ja.
Bin ich ganz bei dir. Genau, von mir auch noch eine Frage. Du hast jetzt sehr viel erzählt von deinem Business und auch, wie du schamanisch arbeitest. Wie schaffst du es denn, dich selbst wieder aufzuladen, also mit dir selbst in Verbindung zu kommen und auch mit den Kräften der Natur und mit dem, was ja auch einen großen Teil des Schamanismus ausmacht? Ja, also wo ich es auf jeden Fall mal mache, ist, wenn ich wirklich, es gibt einmal das Thema Retreats, ja, aber es gibt das Thema Kolumbienreisen zum Beispiel, jetzt demnächst auch vielleicht noch eine Mexiko-Reise. Also wenn ich rausgehe aus meinen vier Wänden, soweit es geht, auch das Handy nicht mitnehme, aber ich bin auch so gerne so ein Influencer, ich poste auch gerne, rausgehe mit den Menschen, und dann merke ich praktisch, wenn ich unterwegs bin, also eine Woche Urlaub, nicht Urlaub, sondern eine Woche Regenwald, eine Woche Kultur und dann eine Relax, ja. Und dieses Rausgehen und wirklich in meine Heimat zu gehen, ja, das gibt mir sofort, das kann man auch vor Ort machen, ja. Wir haben ja Bäche, wir haben ja Natur, und sich da rausnehmen und auch zu trommeln, ja, oder zu singen, die Stimme wieder in die Vibration zu bringen, ja, in die eigene Stimmigkeit mit dem Ort. Also ich liebe die Kraft Orte, die gibt's überall übrigens, ja, der Ortelienberg im Elsass zum Beispiel, aber ich gehe da meistens dann auch in mein Heimatland in Kolumbien nach San Agustin, wo diese Statuen sind, weil mein ganzes System sich rückerinnert, wer ich bin, ja, wer ich wirklich bin, ja. Ich nehme aber auch ganz große Kraftorte auch wahr, weltweit, wie die Pyramiden. Aber momentan ist auch der kleine Kraftort, der draußen stattfindet, ja. Also die Momentumsenergie, diesen Moment auch in die Stille zu gehen, ja. Was mir jetzt momentan sehr stark hilft, ist zweimal in der Woche atmen, also in der Gruppe gemeinsam zu atmen, ja. Dieses habe ich Guter vor 20 Jahren gemacht, ja. Hinweis. Genau. Und einfach sich bewusst zu werden, den Atem, ja. Also da löst sich so viel, ja. Also da braucht man gar nicht so viel zu wandern. Dann bist du wirklich bei dir, ja. Also ich habe schon viel gelöst in meinem Vorleben und auch jetzt, aber wenn man etwas empfiehlt und alles runter reduziert, ja, bewusst atmen und von mir aus bewusst gehen, ja. Im Wald oder im Regenwald. Aber der Atem, und dann bist du mit den Elementen verbunden, ja. Hallo. Folge der Freude. Genau. Ein Satz, den ich ja schon jetzt öfter gelesen habe, wenn ich auch auf deiner Seite war. Und dieser Satz, der so einfach klingt und mit dem ich mich dann beschäftige und der dann so einsackt, der sickert so langsam rein und kriegt immer mehr Kraft und immer mehr Energie für mich. Aber wie ist er für dich? Denn es ist ja dein Satz. Ja, richtig. Das Thema ist ja, dass ich in Kolumbien geboren bin, und es gibt ein Bild, ein inneres Bild, das möchte ich hier mal ein bisschen mitteilen, ja. Wie ich tanze, ganz klein, 3 Jahre, ja, so gar nicht so groß wie heute, ja. Sie verstehen. Und einen großen Hut habe, wenn man gar nicht auf den Kopf passt. Aber ich tanze voller lauter Freude, und ich sehe nur die Beine der Erwachsenen und meine Oma, ja, und meine Uroma, ja. Ja, und ich bin sowas von losgelöst, ja. Und dann der Schock, die Schwarz-Weiß-Welt hier in Deutschland nochmal zu erleben, ja. Also die bunte, farbige Welt, und bis ich dieses Trauma überlebt hatte, ja, überlebt, ja, überwunden habe, ja, da war schon viel Zeit, ja. Und das, glaube ich, passiert ziemlich häufig, dass wir unsere Lebensfreude, unsere Ekstase auch, die wir brauchen, auch im Business, ja, unsere Attraktivität auch wieder mehr erleben können. Und das mache ich auch gerne auch, indem ich auch genau weiß, dass man das auch aktivieren auch kann, ja. Und bei vielen Menschen wir sind einfach zu nicht mehr lebendig, ja. Also gerade weil wir so viele Krisen durchmachen, auch körperlich oder auch von außen, ja. Und dann vergessen wir die Lebendigkeit des Seins, die Freude, ja. Lebenselixier. Wenn du keine Lebensenergie hast, dann kannst du auch schlecht auch die Unternehmerenergie oder das Unternehmensenergie auch entfachen oder die Begeisterung auch übertragen auf andere. Ja. Ich darf auch noch dran arbeiten, aber ich merke, dass das Thema, wenn ich darüber spreche, ist wie die Rückverbindung zur südamerikanischen emotionalen Lebensfreude, ja. Und die können wir auch hier leben, also jeder kann es auf seine Art leben, ja. Super. Ja, auf jeden Fall, und sich immer wieder daran erinnern und von dir auch, von Menschen wie dir auch daran erinnert werden. Das ist Richtig. als sehr wertvoll. Ja. Vielen Dank Das für. ist etwas, was ich aktivieren kann, auch jetzt über die Ferne, auch für die Zuschauer, die sich das anschauen oder anhören, ja.
dass wirklich sie sagt, okay, ich verbinde mich mit dieser, ist auch ein Hexagramm auch hinterlegt auch dafür. Also ich arbeite dann auf unterschiedlichen Ebenen, ja, auch astrologisch, um etwas zu entfachen, was schon da ist, ja. Aber es gehört einfach dazu, ja. Und man muss wieder Mut haben, auch wieder ja, anziehend zu sein, ja. Verführerisch zu sein, ja. Betörend zu sein, ja. Auch im Business oder gerade im Business, aber auf eine andere Art und Weise, ja. Also, ja. Das musst du schon, ich spreche jetzt auch auf der energetischen, ja. Ja. Auf der biologischen Art und Weise auch, ja. Auch für Produkte, ja. Wenn die Produkte nicht begehrenswert sind, ja. Wenn sie leblos sind, und das mache ich ja auch, es gibt Produkte, die sind einfach, haben kein Leben, ja. Den Odem, ja, haben wir den Atem einzuhauen in ein Produkt, ja. Ist auch eine Kunst, die ich auch mache als Business-Schamane.